Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht: Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf. Aber erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon ist die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab nur Automaten, doch das war mir ganz Wurst. Ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier vom Fass. Kam eine rote Lampe raus, auf der stand: Mensch, Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddarm war defekt. Die Narkose hat nicht so gewirkt, da hab ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir denn Sie bloß auf, hat der Chefarzt mich gefragt. Nichts einfacher als das, hab ich gesagt. Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Mal sehen, da geht der Bauch schon auf. Ich hatte mal eine Freundin, ich bin auch nur ein Mann. Doch leider trug sie einen BH, man kam da sehr schlecht dran. Mann, Mädel, wie geht denn das? Ich komm da nicht mehr mit. Sie sagte: Komm, mein Junge, ich geb dir mal einen Tipp. Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drückst du ganz leicht drauf und schon geht die Sache auf. Ich flog mal so im Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen, hab die Schnur schon in der Hand. Voll Entsetzen las ich, was darauf stand: Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf. Dass ich das nicht überlebt hab, wird jeder wohl verstehen. Jetzt steh ich hier vorm Himmelstor, kann keinen Menschen sehen. Komm, lass mich rein, ihr Engels, schrie ich und tobte wild. Da sah ich an der Tür das goldene Schild. Und drauf stand: Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon ist die Himmelspforte auf. Ja.